Moin Moin Leute, willkommen zurück zu Let's Play Grim Dawn Crucible. Wir machen weiter, wo wir das letzte Mal aufgehört hatten. Oder beziehungsweise Grim Dawn. Wow. Das verbraucht mittlerweile so viel. Warte mal, auf wie viele Punkte habe ich die denn draufgepackt? Haha, auf 12, deswegen. Naja, egal. Wir machen weiter, wo wir das letzte Mal aufgehört hatten. Wo waren wir denn stehen geblieben? Waren wir in den Vorhills? Ich glaube, wir waren in den Vorhills, oder? Ich meine schon. Gucken wir doch einfach mal. Ja, hier waren wir stehen geblieben. Wir hatten ja gesagt, nope, wir machen jetzt hier nicht mehr weiter. Wir machen jetzt hier Pause. Und von daher... ja, gut. Die sind 27. Aber von daher, das ist ja eigentlich relativ egal. Von daher, ja. Hätten wir die? Oh, hi. Okay. Hauptsache, ihr geht nicht sterben. Zack. So, gut, ich entziehe denen ja so viel Leben im Endeffekt, dass sie ja im Endeffekt dann sofort sterben gehen. Im Endeffekt. So, naja, ich muss mal die Karte rauszoomen, Alter, geht gar nicht. Ja, ist klar. Da war ich noch nie, aber trotzdem wird mir das angezeigt. Ich habe da irgendwie den Bug dazu. Von daher. Ja. Ich glaube, den Eisstachel kann ich eigentlich im Endeffekt sein lassen. Weil, brauchen werde ich den trotzdem nicht. Von daher. Oh, hi. Ich habe neue Sachen gekriegt. Das ist nice. Oh, stimmt. Sheet. Ah, okay. Nein, brauche ich nicht. Ich habe nur noch einen Trank. Willst du mich verarschen? Und ich renne hier einfach durch. Sehr ruhig renne ich hier einfach durch. Läuft. Warum ist das jetzt gerade nicht ausgelöst? Oh Gott, der ist 28, Alter. Ich habe so das Gefühl, dass ich hier noch einige Level grinden werden muss. Grinden werden muss vor allen Dingen. Alter, mein Deutsch ist heute wieder total für den Arsch. Wie immer eigentlich. Ich finde das so geil mit diesen Klingen, dass die auslösen. Hallo? Ist zwar eine recht geringe Chance, muss ich sagen. Oh, ich habe Dynamit gedroppt. Nice. Dynamit kann ich ganz gut gebrauchen. Hallo? Gehst du mal sterben? Danke. Dynamit kann ich ganz gut gebrauchen. Hallo? Kannst du auslösen? So gut, dann halt nicht. Hat er jetzt den Gegner nicht gesehen oder warum? Keine Ahnung. Macht auch nichts. So, wir wollen ja sowieso da runter. Diesmal werden die Folgen nicht so kurz. Diesmal werden sie wieder standardmäßig lang werden. Ich hatte halt das letzte Mal halt nur keine wirkliche Zeit, von daher. Ja. So, das war mein letzter Trank. Wenn ich jetzt sterbe, habe ich verkackt. So. Nice, endlich. Oh, die Geschichte Akobias. Nice. Oh Gott, das. Okay. Hat er von selber ausgelöst? Finde ich schön. Ein poliertes Markt. Auch nett. So, die Geschichte Akovias. Hä? Okay. Ich habe was gekriegt. So. Die ganzen Dinger werde ich sowieso nicht auslesen, vor allen Dingen. Nee, aufheben, auflesen, durchlesen. So ungefähr. So, was gibt's zu mir denn? Och. Ja. Haben wir genügend von. Oh, Gemaschen des Nebeljägers. Nice. Wenn was Neues. Oh Gott. Haben wir ja schon. Okay, 19 Konstitution, 9 Geist, 3 Bewegungsgeschwindigkeiten und macht nichts. Oh, die sind besser. Ich nehme die. Wir haben da mehr Konstitution drin. Von daher, warum nicht? Apropos, wir haben einen Devotionspunkt gekriegt. Wir haben sogar 2. Lol, Alter. Was war das denn hier? Schildkröten, warte, bei 40 bist du in Gefahr, beschädigt. Oh, das kann ich.
gut gebrauchen. Und dann werden wir das nächste dann da reinpacken. Das können wir natürlich dann gut gebrauchen. Von daher, wir haben jetzt zwei Devotionspunkte gekriegt. Irgendwie sowas. Wir müssen auf jeden Fall da hinten irgendwo hin. Von daher. Das Ding ist nur, was bringt mir das, wenn ich weiß, dass ich weniger Anforderungen für die Schilde brauche? Oh ja, ja, da. Nun, er heilt sich. Ernsthaft? Naja, egal. Lol. Ist hier irgendwas? Jau! Das habe ich ja noch nie gesehen. Ist ja lustig. Oh, Tränke! Danke! Ich habe wieder Tränke. Man sollte vielleicht mal öfter auf die Karte gucken, ob man nicht vielleicht irgendwas übersehen hat, ne? Halt. Hallo? Kann ich das mal? Danke. Oh ja, toll. Ein polierten Smaragd. Läuft. So, hier drüben hatten wir noch einen Behälter. Bottich. Warte mal. Nee, ich dachte gerade, da wäre noch was gewesen. Deswegen habe ich da nochmal nachgeguckt. So, tschüss. Hat du fein gemacht. So, war hier irgendwas? Nö. Ansonsten haben wir hier, glaube ich, alles erkundet. Dann können wir eigentlich im Endeffekt wieder hochgehen. Wir haben den Schrein bekommen. Ja, schrei nicht so viel, ich weiß. Und, ja. Können wir jetzt im Endeffekt schon wieder geradeaus gehen. Hallo, jemand zu Hause? Okay. Leute, ihr trefft doch sowieso nicht. Ihr seid doch auch doof wie sonst was, ne? Ja, du bist gerade gestorben. Wie mich das mal nicht juckt, ne? Dass die mich hier die ganze Zeit treffen und so. So, wo muss ich denn lang? Ich müsste eigentlich da unten lang, aber ich gehe mal kurz. Viel zu viele Wege. So ungefähr. Egal. Oh, eisiger geraubter Drecksschild. Dreiecksschild, so rum. Entschuldigung. So, ja, ich weiß, ich bin gleich schon wieder am Sterben, weil ich in dieser ollen Kacke da drinne stehe. Ja, komm. Nice. Ich habe bis heute aber noch nicht ganz verstanden, warum man eine doppelte Lebensleiste hat. Ich meine, ich weiß, dass dann die Gesundheit so gesehen dann eigentlich niedriger wird. Wow, das war jetzt gerade übelst fett gekombot. Aber trotzdem verstehe ich nicht so ganz. Wow, das ist echt bitter. Was? Ich dachte gerade, der lebt da noch. Upsala, ich muss ja doch da hin. Haha. Ja, ich gucke viel auf der Karte. Weil ich einfach wissen will, ob ich auch wirklich alles erkundet habe. Naja. Einfach mal auf die ganzen Zauber. Ja, nee, ist klar. Hier gibt es auch, glaube ich, ein paar Secrets, meine ich. Bevor ich da jetzt hingehe, gucke ich mal kurz, ob wir... Ach, nee, okay. Nee, dann gehen wir erst runter. Weil unten haben wir nämlich auch noch was nicht entdeckt. Von daher, wir sind 26, ne? Ich muss auch so ein bisschen gucken. Ja, nee, ist klar. Ja, hast du schön gemacht mit deiner Attacke. So. Wow. Hier gab es doch mal eine Königin? Ich weiß es gar nicht. Ja, ja, bringt euch mal selber um im Endeffekt. So. Da ist was. Okay, der hat nichts. War hier sonst irgendwas? Da drüben. I can't do that yet. Die bringen sich wirklich gerade mal selber alle um an mir. Ich meine, gut, ich kriege jetzt auch zwar Schaden wie sonst was, aber ist ja auch egal. War hier irgendwas? Ne, ich glaube nicht. Gut, dann können wir jetzt eigentlich im Endeffekt hier weggehen und können geradeaus nach oben gehen. Ja doch, wir können geradeaus nach oben gehen. Hallo! Oh Gott, ich will nicht da drinnen stehen in der Suppe. Die Suppe tut Aua. Habe ich mir sagen lassen. Ja, okay. Dann stirbt halt weg von meiner Nase. Ist mir egal.
Hier war doch hier. War doch hier nicht. War hier nicht ein Secret? Nee. Oder war das erst in der nächsten Höhle? Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, das war erst in der nächsten Höhle. Was heißt nächste Höhle? Die Höhle ist riesig. So. Ich weiß gar nicht, ob ich jetzt die Musik vielleicht ein bisschen lauter machen sollte. Ich weiß auf jeden Fall, dass ich jetzt mittlerweile endlich mal die Sounds ein bisschen runtergestellt habe, weil das ansonsten vorher viel zu laut war. Von daher. I can't do that yet. Ja, die sind definitiv viel besser niedriger. So. Hallo? Okay, der ist gerade selber gestorben. Der hat sich gerade elektrifiziert. Ja, komm. Nice. So, war hier irgendwas? Nö, scheint nicht so. Ich will jetzt nicht zu weit reingehen. Was heißt nicht zu weit? Hallo und tschüss. Cool. Ich glaube, das war hier. Da, ich glaube, das ist hier vorne. Wenn ich mich recht erinnere. Keine Ahnung. Jo, hast du dich selber um... Yes, hier war das, genau. Hä? Ach, hier ist die Kiste. Hallo. Froststall, Gold, Elixier des Geistes. Ja, toll, Elixier des Geistes brauche ich ja nicht, weil ich so wenig an Energie verbrauche, dass das im Endeffekt wertlos für mich ist. Ja, alles klar. Hallo? That skill's not ready. Alles klar. Wow. Haben sich gerade ernsthaft selber umgebracht, alle. Ja, bevor ich selber gerade sterbe. Nice. Ja, ja, komm du mal her. Hallo? Danke. So, hätten wir die. Hi. Das stirbt nicht. Machen wir es so. Wenn du schon nicht stirbst, dann machen wir es so. Hm? Ja, okay. Hier ist auch so ein Ofen, ne? Hier ist Trank der Wiederherstellung. Ich habe einen neuen Energietrank. Also einen neuen Health-Trank. Hier ist was, ne? Achso, ne, das ist nur ein Schwert. Okay. Ja, gut, die Schilde brauche ich im Endeffekt sowieso nicht, aber egal. Wie die Kugel halt immer auslöst, ne? Ich finde das halt geil. Und das ist halt auch ziemlich... Wow. Hallo? Ja? Guck! Oh Gott. Da ist der erste Boss. That skill's not ready. Ja, ist ja gut. Nein! Ich hab keinen Bock auf dich. Aua. Bitte weh. Oh Gott, jetzt hast du es geklickt. Oh Gott! I can't do that yet. Was? Ach so, ich kämpfe. Lol. Okay. I'm almost dead. Ich glaube, ich weiß, wie ich den bekämpfe. Tschüss. Yes. Oh Gott. Warte, muss ich den nicht killen? Irgendwie sowas? Oh. Wow. Seriously. Der hat echt nichts fallen lassen außer den Rotz. Irgendwie schon bisschen ärmlich, würde ich sagen. Weil das ist... Oh, fuck. Ich hätte es erst danach auslösen sollen. Kacke. Egal. Hauptsache wieder Trank der Herstellung. Das kann ich gerade gut gebrauchen. Ja. So. Haben wir hier nicht eventuell noch so ein komisches Ding da? Hallo? Muss jetzt sterben gehen. Danke. Da oben war jetzt nichts. Oh, hier ist Dynamit. Wie viel Dynamit habe ich jetzt eigentlich? Ist doch scheißegal. Naja, sind ja nur die Fliegen. Von daher
die tun ja wenigstens nicht so stark weh, sag ich jetzt mal. Wie jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, die ganzen Banditen und so. Aber ich glaube, hier ist nämlich auch noch irgendwo. Hier war doch auch irgendwo, war hier noch so eine Tür, meine ich, oder nicht? Oder vertue ich mich jetzt schon wieder? Ne, ich glaube, diesmal vertue ich mich. Ne, hier war nichts. Gut, dann haben wir hier alles. Im Endeffekt kann ich dann jetzt weitergehen. Endlich mal. Machen wir den da. Okay, nicht wirklich was Signifikantes. Das bedeutet, jetzt können wir im Endeffekt eigentlich komplett zu Crowley selbst gehen. Hoffe ich zumindest. Eine Dungeon ist riesig, ne? Jetzt mal. Lol. Bossfight. Ich werde so behaart bereuen. Aua. Nein, das wollte ich nicht. Nein, fuck. Oh Gott, wenn die jetzt schon 29 sind. Welches Level ist er denn dann? Ich werde das so hart bereuen, jetzt in diesen Bosskampf zu gehen, ne? Welches Level ist denn der? Oh Gott, ich werde das so hart bereuen, ne? Okay. Boss time. So Bourbon's dog has come barking. You should give up trying to act the savior. It doesn't suit you. Humanity is already doomed and a new power is rising. Get on board like I did or go extinct. Well, that's not quite true. The Ethereals will need new vessels, so I'm sure they'll keep some domesticated humans around to breed like livestock. You know, I heard you were taken when they found you. I bet your offspring would make good vessels. Wo ist Elsa? Mornay's little sweet thing? I pity she escaped. Oh, the delicious things I could have done with such tender flesh. She fled west, but she won't get far. Half-troll tribes hold smugglers' pass, and with nowhere to run, my men will soon retrieve her. Warum habt ihr es auf das Gefängnis abgesehen? Isn't it obvious? Devil's Crossing may be a prison, but it's like a fortress and controls the roads to Burwich and to the west. The Ethereals wanted to capture it, and you know, as much as I want it out of that place, I think I've grown nostalgic for it. This time, I get to play Warden, and I intend to have some fun, just like old Krieg did. Tell you what, give me Devil's Crossing and I'll put in a word for you. Maybe get the Ethereals to keep you around as a breeder. Either that, or I'm happy to do things the painful way. Okay. Painful for you, that is. Naja, werden wir ja sehen. Das hört jetzt auf. Er ist 29, Alter. Oh Gott. Oh Gott. Okay, was? Danke. Ich weiß, dass ich nicht gegen den auf normale Weise bestehen kann. Deswegen werde ich stumm. Oh Gott, was? Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja. Ja. Ich werde das jetzt so machen. Das wird eines der kauerlichsten Bossfights ever. Aber es ist mir scheißegal. Oh Gott, Alter. I can't do that yet. Okay. Hi. Nein, 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 nein. Oh Gott. Entschuldigung. Okay, er hat gerade auch Schaden gekriegt, wenn ich das richtig gesehen habe, dadurch. Ne. Ah! Alter, ich hab's tatsächlich geschafft, Mann. Oh Gott. Das war jetzt ein Krampf im Arsch, Mann. So, was kriege ich denn? Solchen Blutschnitzer, Fluch von Burwich.
beschädigte Klaue und verseuchte Schulterplattenschuhe. Ja gut, das brauche ich nicht. Aber das Schwert kann ich gut nicht gebrauchen. Ja, super. Es ist scheiße. Ach, Mann. Gegen das Grüne. Durchbohrende Aura. Was ist denn, wenn ich den gezackten Scheiß... Weißt du was? Da machen wir erst in der nächsten Folge. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Bis dahin. Ciao.